Israel kündigt nach tödlichem Angriff auf UN-Schule eine Untersuchung an. Protest in Helsinki. Hunderte Russen demonstrieren gegen Grenzschließung. Ungarischer Regierungschef bekräftigt Kritik an geplanten EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Warten auf den Vulkanausbruch in Island. Israel hat versprochen, den Angriff auf eine Schule in Jabalia in Nordgaza zu untersuchen. Nach palästinensischen Angaben wurden mindestens 80 Menschen getötet, darunter zahlreiche Kinder. Die Schule war zuletzt ein Flüchtlingslager, nach israelischen Angaben aber auch ein Waffenversteck. ماذا تنتظر أمريكا أمام ما يجري من إبادة جماعية لأبناء شعبنا في قطاع غزة؟ ألا يكفي ما سفك من دماء الأطفال والنساء والشيوخ حتى تصحو ضمائر العالم؟ Offen ist, ob es nach den wochenlangen Kämpfen eine Feuerpause gibt. Einem unbestätigten Bericht der Washington Post zufolge hat die US-Regierung eine 5 Tage lange Waffenruhe vermittelt, der beide Seiten noch offiziell zustimmen müssen. In Argentinien wird heute ein neuer Präsident gewählt. Bei der Stichwahl tritt Wirtschaftsminister Massa von den regierenden Peronisten gegen den libertären Populisten Milei an. In den jüngsten Umfragen lagen die beiden fast gleich auf. Rund 35 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen. Es herrscht Wahlpflicht. Wichtigstes Wahlthema war die Wirtschaft. Argentinien steckt in einer tiefen Krise. Die Inflationsrate liegt bei über 140%. In der finnischen Hauptstadt Helsinki haben hunderte Russen gegen die Schließung der Grenzübergänge in ihrer Heimat protestiert. Sie beklagten, dass die Situation jetzt für sie extrem kompliziert sei, auch wenn bei ihnen alles legal sei. Finnland hatte 4 Grenzübergänge geschlossen, um gegen illegale Migration vorzugehen. Faktisch fühle ich mich von meiner Familie getrennt. Und ich bin sehr verärgert, und sie auch sehr Angst. Alle erinnern. Даже я помню, что такое железный занавес, и это ситуация, к которой очень страшно возвращаться. Die Lage an der 1000 Kilometer langen Grenze sorgt seit langem für Streit. Finnland wirft Russland vor, illegale Migranten bis an die Grenze zu bringen und dann hinüberzuschicken. Russland weist das zurück. Finnland ist EU und seit diesem Jahr auch NATO-Mitglied. Die Ukraine ist nach Ansicht des ungarischen Regierungschefs Orbán Lichtjahre von einem Beitritt zur Europäischen Union entfernt. Orbán sagte auf einem Kongress seiner rechtskonservativen Fidesz-Partei, schon das Versprechen, Beitrittsgespräche zu beginnen, sei ein Fehler gewesen. Orbán ist für seine Ukraine-kritische Haltung bekannt. Zuletzt hatte ein hohes Mitglied der Partei eine privilegierte Partnerschaft für die Ukraine empfohlen, statt einer Voll-EU-Mitgliedschaft. Die EU-Kommission hatte Anfang November dem Rat der EU empfohlen, mit Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Eine Entscheidung darüber wird beim nächsten Gipfel im Dezember erwartet. Aktuell befindet sich die Ukraine in einer Freihandelszone mit der EU und ist auf dem Status eines Kandidaten für Beitrittsverhandlungen. Die Ukraine hatte ihren Beitrittsantrag im Februar vergangenen Jahres unterschrieben, 4 Tage nach der Invasion Russlands. Eröffnung des Weihnachtsmarkts in Craiova in Südrumänien. 2 Millionen Lichterkerzen wurden gleichzeitig angezündet. Es gibt ein 40 Meter hohes Riesenrad, einen 20 Meter hohen Weihnachtsbaum und eine 5 Meter hohe Schneekönigin-Figur, die die Besucher begrüßt. Der Weihnachtsmarkt in Craiova geht noch bis zum 2. Januar.